Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, ich habe es eingangs erwähnt, nur drei Geburtsfeste feiert die Kirche. Weihnachten, die Geburt Jesu, das Geburtsfest Maria am 8. September und eben das Fest der Geburt Johannes des Täufers. Der Täufer nimmt eine besondere Rolle in der Heiligen Schrift an der Wende vom Alten zum Neuen Bund ein. Und daraus lebt auch seine ganze Mission. Und es wird von Anfang an schon von seinem Berufungs- und Verheißungszeitpunkt, und davon haben wir heute gehört, am Vorabend hören wir das Evangelium der Verheißung der Geburt. Am morgigen Sonntag wird dann die Geburt des Johannes des Täufers verkündet. Und Sie wissen, es gibt da so diesen Streit, wie soll er denn heißen? Nach jüdischem Gesetz musste man einen Namen aus der Familie haben. Und der Zacharias, der, weil er nicht den Verheißungen zunächst Glauben geschenkt hatte, war stumm geworden, schreibt auf das Täfelchen, sein Name ist Johannes. Und sie sind alle erschreckt, es gibt doch keinen, der in deiner Verwandtschaft so heißt. Johannes wird ihm, Gott ist gnädig, Johannes, der Gott, der an uns Menschen handelt. Und damit ist seine ganze, ja, sein ganzes Programm umfasst. Und es gibt für mich zwei besondere Szenen, die ich herausheben will, die noch einmal deutlich machen, was die Aufgabe oder wie Johannes der Täufer sich selber verstanden hat. Die eine Szene ist bei seiner Predigt in der Wüste, wo er sagt, jener muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Wir leben ja in einer Zeit, wo wir eigentlich davon bestimmt sind, selber zur Geltung zu kommen. Selber, du musst was aus dir machen. Du musst sehen, dass du das Beste aus dir rausholst. Du musst sehen, dass du an eine gute Position gelangst und. Das ist nicht die Position Johannes des Täufers. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und das ist eigentlich Programm seines ganzen Lebens, zurückzutreten hinter den Eigentlichen. Und es war ja schon spannend. Sie kommen zu ihm raus in die Wüste und sagen, bist du nicht der Messias? Verrat es uns. Und in diesem Zusammenhang fällt dieser Satz, ich bin nicht der Messias. Einer kommt und der wird vor mir sein. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen und ich bin noch nicht einmal wert, ihm die Schuhe zu schnüren, mich klein zu machen vor ihm. Davon ist das Leben Johannes des Täufers auch bestimmt. Und das will er in seiner Sendung auch immer wieder deutlich machen. Es geht nicht um ihn, es geht auch nicht um das, was er bewegt, es geht nicht um die Worte, die er spricht, sondern alles geschieht mit dem Hinweis auf den, der der eigentliche Herr ist. Und das findet dann seine Krönung sozusagen in der Stelle, als Johannes mit seinen Jüngern zusammen ist, kommt Jesus vorbei und er weist seine Jünger auf ihn hin. Seht da das Lamm Gottes. Das Wort, das wir ja auch immer wieder in jeder Eucharistiefeier beten. Es wird zum Hinweis des Johannes, da gibt es nichts von Konkurrenz, meine Jünger, deine Jünger, sondern auch seine Jünger will er letztlich auf den hinführen, der der eigentliche Herr ist. Wunderschön hat das der Matthias Grünewald Altar deutlich gemacht. Matthias Grünewald hat diese wunderbare Szene in der Mitte, der Gekreuzigte, und im einen Seitenflügel steht der Täufer mit einem Finger, der immer länger werden zu scheinen, und er deutet auf Christus hin. In diesem Gestus ist sein Lebensprofil zusammengefasst.
ich bin gekommen, um auf den hinzuweisen. Und das ist eigentlich auch Grundlage des Christentums. Was ist unsere Aufgabe als Christen? Andere Menschen auf den hinzuweisen, der unser Leben trägt und leitet, der uns, wo wir selber erfahren, wir sind getragen aus unserem Glauben, wir vertrauen diesem Jesus Christus, und deshalb ist es uns so wichtig, dass wir auch andere auf diesen Jesus Christus hinweisen. Die Jünger setzen es nachher auch gleich um, sie folgen Jesus, sie lernen ihn kennen, und dann heißt es, Andreas ging und rief seinen Bruder und er führte ihn zu Jesus. Und mit diesem Hinführen ist nicht nur an der Hand genommen und wir gehen jetzt den Weg, ich weiß, wo er wohnt. Nein, da ist auch dieses innerliche Hinführen. Und wie geschieht das innerliche Hinführen zu Jesus? Indem wir deutlich machen, was uns in unserem Glauben wichtig ist. Es reden viele in unserer Zeit von der Krise des Glaubens. Und die ist sicherlich vielfältig, aber ich glaube, manchmal ist sie auch in uns selbst begründet. Wie viel Mut, wie viel Johannes der Täufer haben wir in uns stecken? Heißt, wie viel Mut haben wir, anderen zu sagen, nicht jetzt missionarisch und einengend, sondern in aller Offenheit von unserem Glauben zu erzählen und ihnen dadurch einen Weg zu Jesus zu weisen. Haben wir den Mut, durch unser Leben auf den hinzuweisen, der unser Leben trägt, Jesus Christus. Johannes der Täufer ist uns an seinem Geburtsfest da ein Vorbild und Mahner zugleich. Das Bild des Johannes mit dem langen Finger, der auf Christus hinweist, sollte auch so ein Stück in uns Verinnerlichung finden. Durch mein Leben, durch das, was mir im Glauben wichtig ist, davon darf ich erzählen und dadurch darf ich auch andere Menschen auf den hinweisen, der zum Lamm Gottes geworden ist, Christus selbst.